wir denken, also wirklich von Tag zu Tag. Also Thomas, gehen wir davon aus, fest, genauso wie Antonio Rüdiger, wird dann Matchday minus 4, das heißt, glaube ich, am Samstag beide trainieren und voll mit der Mannschaft auch trainieren. Es wird schon auch genau drauf geschaut, wer hat viele Spiele, wer braucht vielleicht auch dieses Mal eine Pause, wer 45 Minuten. Also da ist es schon so, dass wir uns da sehr viel Gedanken machen. Letztendlich geht es darum, dass wir alle möglichst auf dem gleichen Niveau dann, wenn es darum geht, uns auf Japan vorzubereiten, dann an Bord haben. Und so ist unser Plan jetzt aktuell und es wird auch kann durchaus sein, und es wird auch so sein, dass wir morgen den einen oder anderen schonen. Ja, nicht unbedingt. Also da auf dieser Position sehe ich nicht unbedingt. Also ich glaube, Mario hat enorme Qualität, gerade im letzten Drittel. Er ist einer, der letztendlich den ersten Kontakt sehr, sehr gut macht, der dadurch sich auch immer wieder einen Vorteil auch rausholt. Und er kann, wenn man jetzt auch gesehen hat, in Mainz mit dem ersten Ball, also mit dem Zuspiel, Direktspiel, einfach auch die Spieler gut einsetzen. Deswegen ist er eher in den Positionen ein bisschen dahinter.